Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Reassembly. Und ja, ihr seht, es leckt gerade schon wieder so ein bisschen, aber gut, so ist es halt. Wenn ihr euch das hier mal so anschaut, ich habe hier gerade ein bisschen aufgeräumt. Ich habe mir nämlich gedacht, spiele heute mal ein bisschen vor. Ich hatte heute mal, wir haben Wochenende, ich hatte heute mal ein bisschen Zeit. Und da habe ich mir gedacht, ich farme mal ein bisschen, weil ich wollte ja unbedingt noch mit euch mal den oder eine von, oder ja, eigentlich beide Waffen, aber eine von den wunderschönen, ich nenne es mal Todeswaffen, wollten wir ja mal testen. Und ich habe jetzt genug C zusammengesammelt, ihr seht da unten 25.000. Und ich würde sagen, wir investieren jetzt einfach mal. Ich weiß aber noch nicht, in welche. Es gibt ja zwei Stück. Einmal haben wir hier diese Nuclear Option. Ein heavily armored, also ein schwer gepanzerter oder ja, schwer gerüsteter Todeswerfer. Schießt 0,2 Raketen pro Sekunde, also alle 5 Sekunden eine. Und ja, gibt halt ordentlich Damage, 1000 Damage für eine Rakete. Das ist schon heftig. Wie groß jetzt dieser 600er Radius ist, keine Ahnung. Aber das hat halt noch irgendwie so ein Turret obendrauf. Ich bin mir aber nicht so sicher, das hört sich erstmal nicht so cool an. Viel cooler hört sich der hier an. Der Todeslaser, der Obliterator. Obscenely Powerful Death Laser. Damage 2000 pro Discharge, also pro Ladung. 1800er Range, das ist extrem hoch. Warte mal, wo waren hier mal die Range bei einem? Bei unserer normalen Waffe. Da muss doch auch irgendwo die Range stehen. Da, 1500. Und das Ding schießt nochmal 300 weiter, also das ist echt nicht schlecht. Dauert zum Chargen 3 Sekunden und ich bin eigentlich für den hier und den werde ich jetzt auch kaufen. Denn wir hatten ja irgendwann mal überlegt, mal so, oder so einen Todesstern zu bauen. Und ich will mal gucken, ob wir den irgendwann noch hinkriegen. Und ich denke, diese Waffe hier, ich denke, die ist da genau richtig für. Also müssen wir nur schauen, wo bauen wir den ein. Wenn ich mir das hier gerade mal so angucke, könnte der hier ziemlich genau. Nee. Nix ziemlich genau hier reinpassen. Das ist schade. Moment, dann bauen wir aber den hier trotzdem wieder rein. Plüpp. Mist, das passt jetzt hier nicht, oder was? Doch, das passt. Wo bauen wir das rein? Ich bin gerade überlegen, ob ich einfach die Factory abbauen soll, aber ich will erstmal gucken, ob wir den noch woanders hinpacken können. Hier könnten wir den noch hinpacken. Aber da bräuchten wir noch 1000 P mehr. Verdammte Axt, den kann ich mir momentan schlicht und ergreifend nicht leisten. Scheiße, weißt du? Ah, Mist, da hätte ich vielleicht ein bisschen vorher noch ein bisschen mehr vorbereiten müssen. Aber na gut, dann würde ich sagen, machen wir das einfach zusammen, da drauf zu sparen. Moment. Den müssen wir, das hier müssen wir erstmal wieder richtig dran pappen. Ist das mittig? Sieht mittig aus. Na gut, dann müssen wir da jetzt erstmal drauf warten. Und da hat sich aber gerade, ich weiß nicht, wo der herkommt, da ist plötzlich noch ein Agent aufgetaucht. Der war da eben die ganze Zeit noch nicht. Ich frage mich gerade, warum ist hier gerade so leise? Naja, passt. Passt schon irgendwie. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um den. Und dann haben wir ja gesagt, wollen wir mal durch ein Wurmloch eiern. Das würden wir dann auch wahrscheinlich gleich machen. Was bist du denn für einer? Was war das denn für ein Weichei-Agent? Okay, seine Schiffchen, die er noch so mit dabei hat, die sind nicht ganz ohne, aber
kann ja gar nichts. Ach, Shroud bei Dragon Knight 951. Ich hatte letztens auch in einem Video in den Kommentaren hatte ich stehen, dass wohl ein anderer YouTuber auf eins meiner Schiffe gestoßen ist, was ich ziemlich cool finde. Und der Kommentarschreiber dann quasi nur deswegen auf meine Videos gestoßen ist, allerdings englischsprachig. Also hat er leider von meinen Videos so gar nichts verstanden, aber ist ja eigentlich egal. Ich finde es aber cool, dass irgendjemand quasi meine Schiffe auch mal außerhalb dieser Videos gesehen hat. Finde ich ziemlich lustig. So, und ich würde sagen, warte mal, wie viel kostet... Boah, ist das laut. Wie viel kostet das denn momentan? 2.755, ja, das geht. Nur mal kurz, ist ein bisschen blöd, also im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, quasi, dass ich meine Farming-Geschichte auch aufgenommen hätte, weil das war tatsächlich ziemlich geil, muss ich sagen. Da konnte ich nämlich endlich mal wirklich meine Armor von meinem Schiff aus nutzen. Die ist ja so aufgebaut, dass ich quasi überall durchfliegen kann. Und es gibt ja diese graue Rasse, die so grau-orangene Gebäude an Asteroiden festpappt. Und die habe ich mir so krass unter den Nagel gerissen. Also wirklich einfach durchgeflogen, einfach jeweils ihre Asteroiden einfach zerstört. Das hat super gut funktioniert, aber da ist mir auch aufgefallen, dass ich nicht alle Asteroiden gleich gut kaputt machen kann. Aber das war dann auch nicht so schlimm. Kaputt waren sie dann trotzdem. Also das hat echt gut funktioniert. Ich hoffe, dass ich jetzt gleich nochmal so eine Truppe finde, dass ich euch das mal kurz zeigen kann. Also ihr seht, durch die meisten Asteroiden geht das einfach alles durch wie Butter. Ich nehme jetzt da oben noch diese eine Base ein und dann gehen wir durchs Wurmloch. Aber gut, dass wir durch Asteroiden fliegen können, das wussten wir ja schon, das haben wir schon öfters ausprobiert. Aber bei diesem Angriff auf diese Rasse habe ich das, oder diese Faction nenne ich es jetzt einfach mal, habe ich das wirklich ganz krass auf die Spitze getrieben. Ah, der fliegt jetzt weg. Schade, natürlich, den wollte ich jetzt eigentlich auch mal durchfliegen, das wäre cool gewesen, aber hat nicht geklappt. So, jetzt können wir schon einmal kurz kaufen. Das nächste kostet schon 3000 C. Das ist nicht ganz günstig, aber naja. So, den... Das ist einfach so geil. Man kann einfach durchfliegen um die... also einfach... Als wären sie nicht da. Finde ich super. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich mir eventuell mal nochmal ein kleineres Schiffchen bastel. Ach nee, Moment, ich will ja gar nicht eintauschen. Ja, ob ich mir eventuell noch ein kleineres Schiffchen baue, wo ich dann einfach durch die Gegner durchfliege. Ich habe das zwar ja schon mal probiert, aber da war ich ehrlich gesagt nicht zufrieden mit dem Schiff. Hier zum Beispiel durch so einen Asteroiden. Ich glaube, da kann ich nicht so gut durchfliegen. Oder? Ah, doch. Na gut. Wir werden noch sehen, durch welche ich gut durchfliegen kann und welche nicht. Aber jetzt springen wir erstmal in die nächste Welt, verlassen unsere Heimatgefilde. Und ich bin gespannt, was da in der nächsten Dimension auf uns wartet. Ich hoffe nur, dass das Spiel oder die Aufnahme jetzt nicht abkackt. Da hatte ich früher mal das eine oder andere Problemchen mit. Ich versuche übrigens heute mal ein bisschen mehr aufzunehmen von Reassembly und auch von anderen Projekten, damit ich für nächste Woche einfach mal ein bisschen Vorrat habe. Die letzten Wochenenden hatte ich nicht so viel Zeit, aber ich denke, dass ich heute mal ein bisschen was zusammenbekomme. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hinkommen. Ich trinke mal kurz einen Schluck, während das lädt. So. Ach, das geht auch relativ schnell. Ich bin so gespannt, ey. Gut. Alter. Guckt euch mal die Map unten links an. Direkt um mich drum rum sind einfach mal 1000 Bases. Also. Das ist interessant.
Da ist jemand aus meiner Flotte schon angekommen. Oder schon vor mir angekommen eigentlich. Oh, große Gegner. Schön, 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 schön. Einfach durch. Oh mein Gott. Autsch. Boah, alter Falter. Der hat mir massiv eine fette Breitseite gegeben. Das war nicht so ganz geplant. Oh, warte mal, welches Schiff bin ich gerade? Ich bin das linke. Ich habe eben gedacht, ich wäre das rechte. Alter, was geht denn hier ab? Hier ist ordentlich was los, würde ich jetzt mal behaupten. Ach, mir fällt übrigens gerade auf, ich muss doch Sachen eintauschen. Ach, man tauscht ja R für C ein und nicht C für irgendwas anderes. So, meine Flotte ist noch nicht geuploadet. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie selbst machen muss. Irgendwie, keine Ahnung. Da bin ich gerade so ein bisschen überfragt, weil das obere Ziel ist ja immer noch nicht so ganz deaktiviert oder erfüllt oder wie auch immer. Weiß gerade nicht, was ich da tun muss. Ich klicke mir hier gerade so ein bisschen einen Wolf. Ah, den da oben will ich, den fetten. Ah, ganz gut getroffen. Oh, da unten kommt noch einer. Was anderes Großes. Die kennen wir zwar alle schon, aber gegen die kämpfe ich eigentlich ganz gerne. Oh, jetzt wird. Oh. Jetzt wird es ein bisschen. Jetzt wird es ein bisschen viel. Oh, Alter, was ist denn hier mit dem Zoom gerade? Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Scheiße, sie haben mich erwischt. Oh nein, das sind so viele R. Okay, ich muss mir den Typen merken, der mir das gerade gemopst hat. Der da. Der hat es mir gerade gemopst. Meins, alles meins. Scheiße, der hat schon wieder was abgegeben anscheinend. Ach, Mist. Ärgerlich. Die sind ganz schön schnell. Die sind ziemlich wendig. Die sind ziemlich wendig, die Schweinehunde. So, ich trade jetzt erstmal, dass ich schnellstmöglich meinen neuen Todesmiga-Laser bekomme. Dürfte eigentlich nicht mehr so lange dauern, weil das Gegneraufkommen hier ermöglicht mir ja doch irgendwie ziemlich viel Punkte gerade zu sammeln. Ich glaube, wenn ich den hier noch erwische oder die drei noch, dann kann ich, glaube ich, schon wieder traden gehen. Jupp. Das sollte langen. Ich weiß nicht, wie ist denn der Wechselkurs? Mir hatte das mal jemand vor langer, 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 langer Zeit in die Kommentare geschrieben, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. So, Kollege. Bleib mal schön stehen. Den hole ich mir jetzt noch. Der ist aber auch nicht schlecht gepanzert. Respekt. So, traden. Alles getradet. Das müsste doch jetzt lang, oder? Sie. Gut, jetzt können wir direkt in den Baumodus gehen. Irgendwie ist der Ton heute bei mir voll leise. Ich hoffe, dass das später nicht im Video auch so ist. Das bin ich ein bisschen traurig. So, lieber Obliterator. Ich bin mal gespannt erstmal, wo du den Schwerpunkt hin verlagerst. Also der Schwerpunkt ist ja momentan relativ in der Mitte von unserem Schiff. Okay, der ist nicht wirklich schwer. Dachte ich mir schon fast, dass die ein bisschen teuer sind, die Teile. Ich glaube, ich muss die tatsächlich rausnehmen. Jupp, muss ich. Naja, es ist aber nicht so schlimm. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass dieser Obliterator quasi die Schwäche jetzt wettmacht, die ich mir gerade quasi selbst zugefügt habe, indem ich die alten Dinger
da abgebaut habe. So, unsere Spitze, unsere Rammspitze kommt vorne wieder dran. Die ist jetzt noch ein Stück massiver geworden. Dadurch, dass jetzt alles schön aneinander liegt. Den Obliterator müssen wir jetzt natürlich auch noch verstärken. Also panzern. Weil der wird wahrscheinlich ewig brauchen, bis er wieder neu gebaut ist, wenn er einmal kaputt war. Deswegen kriegt er jetzt nochmal ordentlich Panzerung. Ja, sieht doch ganz gut aus. Kriegen wir hier noch was dran? Ja, das kriegen wir da noch dran und das kriegen wir hier noch dran. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist das alles soweit symmetrisch? Jupp. Exit und Save. So, und ich würde sagen, das war's für heute. Probieren, wie das Ding funktioniert, machen wir es das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüssi.